Hey Jungs, habe ich euch die Geschichte mal erzählt von dem Hochzeitsritual in Uganda? Mir hat das ein Uganda erzählt. Es läuft folgendermaßen: Wenn ein Mann eine Frau will heiraten, muss er ihre auflauern, sie zu Boden ringen, besteigen. Dann geht sie heim zu ihrer Familie, erzählt, dass sie ihre Jungfräulichkeit verloren hat. Die Familie von der Bestiegenen, von der Frau, schickt den stärksten Speerwerfer zu der Familie vom Besteiger. Der wirft seinen Speer über die Kuhherde von dieser Familie. Und alle Kühe, die er überwerfen kann, die bilden den Brutpreis für die Brut. Und das Lustige ist, das klingt ja eigentlich sehr, sehr brutal, das ist eine Vergewaltigung. Aber anscheinend ist es bei diesem Stamm so, dass die Frauen die ganze Arbeit machen, unter anderem die Häuser bauen und darum so stark sind und so viele Muskeln haben, dass es fast unmöglich ist für einen Mann, um eine Frau zu Boden zu ringen, wenn sie es nicht will. Wenn sie nicht eigentlich vergewaltigt werden will. Und also schlussendlich ist es eigentlich etwas sehr Romantisches.